Also was mir auffällt. Was denn? In Turn 4 hole ich mega auf, aber in Turn 1 und 2 lasse ich mega nach. Ja, ich habe auch 1 und 2, das ist echt kacke. Nach Turn 4 bin ich den beiden vorne mega dicht dran und nach Turn 1 und 2 bin ich voll weg. Oh, wer ist das da vorne? Ich. Achso. Ein bisschen Temperaturprobleme noch. Muss ja mal zwischendurch vom Gas. Okay, musst du Grilltape wieder. Ja, ich fahr doch nicht in die Box dafür. Wäre aber schon. Also, du weißt, wie du das einstellen kannst? Ja. Okay. Das kannst du dir beim nächsten Boxstopp dann regeln lassen, ne? Ja, ich brauch noch keinen Sprit, also von daher. Naja, wenn du jetzt auf Sequence gehst, könntest du mit dem Spritpoker am Ende noch was gewinnen. Hm. Das Rennen hat gerade die richtige Distanz für den Spritpoker. Oh. Micha, lass mal vorbei hier. Nee. So. Ach Mensch. Billy, das sind wieder 3 Millionen Plätze. Nee, das sind nicht so viele. Doch, die sind schon rund auf Single File, das dauert erstmal. Super, danke dir. Was ist passiert? Was? Nein, er ist runtergefahren und hat uns über den glücklichen Weg umgeschlagen. Achso. Ich dachte, irgendwas wäre jetzt da vorne passiert. Ja, es klang ein bisschen, ne? Ja, ja! So. Oh mein Gott. Frust. Ja, ja, genau. Danke, du Sack. Ja, genau. Häusen Frust sagen. Und ich verliere doch 3 Millionen Plätze. Ja, eben waren nur 5 Stück da, also. Keine Ahnung. Ich werde hier gerade durchs ganze Feld nach hinten gereicht. Aber ich fahre jetzt hier eine lockere 196, mal ganz vorne. Jetzt kommt der Idiot da an. Klasse. Ich glaube, hier bleibe ich noch ein paar Runden oben. Kann mich dann erstmal zurückdraften. Doch. Nein. Mann. Das blöde Trio war nicht gewesen, dann hätte ich den besiegt. Der nach innen gekommen. Ach, jetzt sehe ich gerade Eddie. Aber jetzt hier Geschwindigkeitsüberschuss. Ausnutzen, nicht ausnutzen. Klasse. Ja, Eddie, bleibst ja unten, ne? Ja. Okay. Sein, dass er nachlässt da vorne. David? Weiß ich nicht. Danke. Kann auch sein, dass wir jetzt die Plätze getauscht haben und dass es vorher irgendwie schneller war, keine Ahnung. Aber weil ich klebe ihm schon jetzt ziemlich am Heck dran, er war glaube ich nicht so nah dran an mir immer. Ja, ich sehe schon, dass du näher kommst, aber... Ich komme erstens mega nah und zweitens fahren, wenn ich mir die normale Zeit. Arsch. Das war was. Ich hasse Oberfahrt. Überholen ist ja halt schwierig. Ja, aber ich hab's ja vorher auch geschafft, er hat's jetzt... Aber ich habe auch die Tür jetzt aufgelassen, aber hier, guck. Ja, ja, ich kann jetzt hier... Crazy! Ja, wollte ich sagen. Also es geht schon. Ja gut, hättest du mir meinen Platz da vorne lassen sollen. Ja, das ist so viel, ich hab nur 4-5 Leute da gesehen, so wie bei mir eben, weißt du? Fürs Pack bin ich zu schnell. Vorne bin ich eigentlich zu langsam. Ja, ich hab hier eine 195 immer so, jetzt ganz vorne, ne? Geht. Kann ich auch fahren. Ne, ich fahr auch nicht mehr so 195. Aber ich verliere trotzdem etliche viel Zeit. 197, wenn ich ja. Manchmal sie 197. Ich verliere richtig viel Zeit auf euch sogar. Fast eine halbe Sekunde pro Runde. Fast schon wieder Spott produziert. Bleib ruhig. Bleib ich ja. Musste ich vorhin doch auch. Ja, aber du wusstest ungefähr, wie ich fahre. Wir hatten das genug trainiert. Gegen diese Klapsköpfe hier weiß man ja nie, was die machen. Ja, ja, das ist immer, ja klar. Nervosität ist ein bisschen normaler. Obwohl, mir wäre Marc Martin jetzt hinter mir lieber, ey. Weil der, ich weiß gar nicht, wer das ist, 36, ja. Der ist nicht so gut. Ja, der ist nicht so gut beim Draften, ja. Aber ja, Marc Martin. 12 Sekunden, besser.
gibt's Überrundete und der erste Überrundete ist Kalov. Ich hoffe, dass wir da heil durchkommen davon. Alter, Kalov so weit zurückgefallen, ne? Also McDowell war Kalov, oder? Ja. Ja, ja. Ja, genau, dann ist das der Kalov. Alter, der soll. Ist auf Platz 25. Der ist auch ganz schön zurückgefallen. Nee, halt jetzt 24, der kämpft gerade mit dem Sädler. Ich verliere trotzdem auch noch Zeit, ja. Mirko, ich muss wieder nach vorne, ich habe hier voll den Arrow-Push. Nee, bleib mal erstmal da. Ich muss ja sowieso erstmal wieder hinkommen. Aber bleib die Kiste schön hinten. Ist unfahrbar im Pack. Klingt voll geil. Bleibst du unten, Eddie, oder fährst du hoch? Ich bleib unten. Okay, super, danke. Ich fahr jetzt auch schon wieder über 180. Ah nein, Chris, fahr nicht da runter, bleib hinten. Ah, der hört mich nicht, gell? Nee, der hört dich nicht. Ja, weil 3 White da jetzt so früh im Rennen, das macht keinen Sinn. Hätte er jetzt fast gemacht. Ja, ich weiß, das macht sie gerne. Ja, dann wundert, dass sich das kracht. Ja, das ist es. Geh mal nach oben, Marco, ganz kurz noch. Also ich meine, ich kann... Ja, warte, auch beim nächsten Mal, aber gegen gerade. Bei 3 White ist mir das schon zu hype. Ja, jetzt bin ich wieder zurück. Persönlich hätte ich auch aufgegeben, denn... Nee, sowieso auch bei gegen gerade. Also ich hätte die Position durchgezogen, dann hätte ich, wäre ich voll vom Gas gegangen, aber es hat jetzt ja geklappt. Ja, jetzt bin ich zu weit weg. Ja, weil er musste vom Gas gehen. Ja. Ich hab ein bisschen Angst um meine Wassertour. Noch einmal kurz noch? Bin drin, okay, passt. Hast du schon, ja? Bin drin. Okay. Oh Gott. Oh, Server weg oder was? Nein. Also bei mir sind alle ich weg. Ich seh keinen mehr. Bei mir sind auch alle weg. Ah, ja. Jetzt sind wir da. Oh Gott, Alter. Alter. Schock, ey. Das war immer so, wenn beim Joe der Rechner abgekriegt war, ja. Sah alles genau so aus. Dann oh Mann. Dann Runde alleine gefahren und dann... Ja, das wäre. Die Qualität ist ja auch mega schlecht gerade. Also, Michael hat gerade anscheinend keine gute Verbindung. Ah, das wäre jetzt richtig scheiße. Ja, von mir aus hätten wir nochmal neu starten können. Ja. Ja, so ein Sprint Unlimited irgendwie so in zwei Teilen quasi. Oder jetzt kurz Regenpause und dann geht's weiter, so ungefähr. Ja. Also ist ja cloudy, ne? Ja, das schaut uns schon so nach Regen aus, ne? Ja. Wir brechen das jetzt frühestens nach 45 Runden ab, dann gibt's erst die Punkte. Du, Mirko, wie gehabt, ne? Ja, wie gehabt, natürlich. Dann sag mir auch was an, wenn was kommen sollte. Ja, noch ist ja alles frei hier. Ja. Aber jetzt wird's problematisch gleich, ey. Ja. Ich geb mir Mühe. Weil die KI weiß nicht immer, was sie tun möchte. Ja, pass lieber auf mal hinten, falls ich vom Gas muss. Das Blöde ist, dass das der Chris jetzt... Vorne ist gleich Eddie, aber Eddie bleibt eh unten, wir ziehen dann hoch. Ich sag dir Bescheid. Okay. Also auf der Geraden sollten sie eigentlich rechts bleiben. Ja, ich denke mal, dann haben wir... Außer die blockieren sich gegenseitig, weil dann gehen sie... Nee, die fahren hintereinander, glaube ich. Ich hoffe, dass ich vor der Kurve vorbei bin, weil sonst zieht die ihn nicht rein und... Ja, hast du gesehen, wie ich eben abgekackt bin, ne? Ja, okay, das ging. Ich sag dir rechtzeitig Bescheid, Micha, dann, ne? Also, es geht gleich ganz schnell. Boy. Okay. Neue Überrundete sind nicht in Sicht. So, Eddie, du bleibst da unten, ne? Oder was? Ja. April? Okay. Nee, wir gehen hoch. Okay. Bleibst auch oben. Ruhig. Eddie bleibt da unten. Und da kann er besser fahren. Okay. Und. Ah, gut. Dankeschön. Ja, man, danke. Wie bringt ihr denn alles mit? Ja, ich hab keine Ahnung, wer alles hin ist. Wir ziehen das ganze Pack hinter uns her. Oh, das war aber knapp da. Hey. Ja. Oder mit anderen Worten, wir sind der Anfang vom Ende. Mein
Der Windschutzscheibe wird langsam echt dreckig. Ja, normal. Ihr meint, er wird aber echt verdammt dreckig. Noch dreckiger als normal. Hast du diese, Mod, sag ich schon, drauf hier? Eigentlich. Ja, ich hab die ja noch drauf, die noch dreckiger macht, die Scheiße. Echt? Ja, wozu? Ja, ja. Sowas? Ja, Realismus, weißt du? Also. Ja, ja. War ja auch schon ewig drauf. Ich und Micha haben ja gestern mal verglichen. Gestern? Ne, vorgestern, ne, Micha? Ja. So Bestzeiten auf bestimmten Runden, ne? Kursen. Da ist der Motor hochgegangen von Dings. Von wem? Von Chris, du hast? Ja. Der hat ja echt Motorenprobleme. Ja. Nee, der hat da irgendwie Probleme mit, das stimmt. Ja. Und auf jeden Fall, Dave, da waren teilweise Bestzeiten von 2009. Ja, lange hinter dir, Dave. Hat er nicht auf seine Wassertemperatur vielleicht geachtet? Wahrscheinlich. Was gehört, Dave? Was denn? Da waren noch Bestzeiten bei mir drin von 2009. Wo? In der Liste, Records, ne? Wenn du kannst ja hier gucken. Ach so, was, ja. Ja, ja. Und so lange ist auch schon die ganze Scheiße so installiert, ne? Great job. Ah, Chris ist schon weg, ja. Wir sind auf Platz 3 und 4 jetzt. Beautiful. Er hat nicht auf seine Wassertemperatur schon geachtet. Jetzt muss nur noch von Dave und von... Ja, das sah verdammt danach aus, ey. Ja, der ist auf einmal langsamer geworden. Ich denke mal nicht, dass das Getriebe oder so kaputt gegangen ist. Aber ja, ich habe auch keinen Rauch gesehen. Der schwarze Rauch ist aber nur... Achso, war, okay. Er war hinter dir auf einmal farm, schwarzer Rauch. Das war's. Mirko, ich habe hier gerade den riesen Überschuss. Ja, das macht nichts. Muss ich auch geduldig sein bei dir. Fuck. Das sind keine guten Geräusche, Michael, die du da von dir gibst. Das war beim letzten Mal der Feierabend für mich im Gang. Ja, das stimmt. Das war auch kurz vor knapp. Ich weiß nicht, ob ich es tun soll oder nicht. Oh, okay. Ich sagte früh genug Bescheid, Micha. Okay. Ja, wird schon passen. Jetzt hast du sowieso erstmal Luft. Hast du jetzt ein bisschen rumgeleckt, da bin ich ein bisschen vom Gas. Da alle hinter mir waren, musste ich die aufhalten. Wer denn? Locker dem. So. Ich musste eben ein bisschen vom Gas, weil Mirko rumgeleckt hat. Ich lecke rum. Mit GG, was geht? L-A-G-G. Leck. Nee, Lack, weißt du? Ja. Jetzt hat er kein Affen auf seinem Auto, sondern nur NASCAR. Las Vegas. Ja, der Ballon da hinten ist niedlich, ne? Niedlich? Du meinst den NASCAR-Ballon hinten? Ja, ja. Ja, also ich schätze, Der haben wir aus dem Casino, haben wir den gezockt. Chris nicht auf seine Wassertemperatur geachtet, weil jetzt, wo ich hinter dir bin, der schießt meine Wassertemperatur auch gleich hoch. Okay. Also ich schätze mir, dass es seine Wassertemperatur war, weil er war die ganze Zeit hinter dir. Er war die ganze Zeit hinter mir, ja. Der war einmal kurz wieder vorne, zwei Runden, aber... Da vorne fährt gleich einer aus der Box, ein bisschen höher. Ich seh's. Ist Chris. Ah, Chris kommt wieder raus. Wechselt, oder was? Passt. Alles in Ordnung. Alter Schwede. Das hat sich gerade nach Caution angehört. Nee, so schlimm war es ja noch nicht. Vorne blinkt auch schon, was ich... Ah, da fährt's auch schon Turns. Ich denke mal, das wird dieser scheiß K sein. Weiß ich nicht, wir haben wohl, wenn das so weitergeht, dann ist noch ein Black Hit Stop. Ja, in drei Runden oder so, ne? Nö, ich weiß gar nicht, ich hab noch 6. Ich muss mal gucken bei mir. Vielleicht kann ich das auf Fuel Strategy spielen, da bin ich ja nicht gut drin. Ja, aber in Daytona, weiß nicht. Ja, Daytona ist... Daytona ist es... Also du kannst natürlich langsamer machen. Oh, gelb. Dann ist alles gut. Wer war denn das jetzt? Eddie? Das kann sein, dass das der Batista war, der da irgendwie blockiert hat auf der Straße und sich gedreht hat. Oh, okay. We've got green flag, we've got pit stop. Ich hab nicht gehört, Stay tuned for more. Gas lieber mal. Ja, in Turn 4 war der. Turn 4, war der Chris, ja. It was close, buddy. Ich glaube, wir hätten 100 Runden nehmen müssen. Wenn es so weitergeht, haben wir keine 90 Minuten. Ja, aber es muss erstmal so weitergehen. Ja, das stimmt. Oh ja, Chris ist, glaube ich, hier wieder. Oh ja, jetzt ist Motor im Arsch. 1-2, ne? Damit ihr weißt. Ja, Chris ist am Rauchen. Caution,
Okay, Pacecar in Turn 1, Turn 2, ja. Ausgang, auf okay. die Backstraight, also Vorsicht auf der Gegengeraden. Ich fahre ganz nach rechts. Gut. Ja, genau, ist besser. Ja, ja, rechts, ich bin sowieso unten links. Gut. Okay, Achtung, Bremse, Bremse, Bremse. Ich bin auf der Bremse. Weil dazwischen sind jetzt ja nochmal K-Love und Dings. Lapcard, oder? Mhm. Theoretisch dürfte Eddie sich ja fast jetzt durchrunden, oder? Eigentlich, ah ne. Müsste, oder? Warte. Gucken wir. Ja, da von uns keiner sonst irgendwie, da sonst keine menschlichen Spieler mehr dazwischen sind, müsste Eddie sich zurückrunden dürfen. Hast du das jetzt schon mal eigentlich so vorbereitet mit diesen Ich habe mir einen Code rausgesucht, ich weiß nicht, ob er funktioniert. Ah, das ist scheiße natürlich jetzt. Ja, ne? Das ist das Problem, wir hatten keine Möglichkeit mehr, das zu testen. Ah. Ich bin schon zweimal überrundet, also an sich, da sind doch andere noch, da wie denn trotzdem einmal? Ja, theoretisch ja von uns bist du ja jetzt nicht so, ne? Also ja, deswegen, wir geben dann nicht menschlichen Spieler die Runde zurück. Aber jetzt erstmal Pitstops. Okay, ihr kommt alle zum Stoppen und ich bin dann direkt am Pacecar, soll ich das überholen jetzt oder wie? Nee, wegen Zurückrunden, weiter. Achso, ja, dann kriegst du Black Flag und die müsste man dann wegmachen. Richtig? Ja, also richtig. Ich komm vorbei, ne? Ja, wir versuchen das jetzt. Wir müssen das jetzt versuchen. Dritte Box müsste meine sein, oder? Oh, nein! Oh! Scheiße! Normal bin ich doch der, der nicht einparken kann, wir gucken. Nee, ich hab diese Dings nicht gesehen, weil ich doch mein neues Auto hab. Nein! Achso. Ja, okay, das ist jetzt. Aber besser, weil wir beim zweiten Stopp dann. Nee, ich muss noch mal rein, das bringt nichts. Ich werde ganz hinten starten. So ein fucking Scheiß, Alter. Okay, jetzt bin ich zwar weit hinten, aber das macht nichts. Haben die nur zwei Reifen genommen oder waren die so schnell? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube zwei Reifen, wie das aussieht. Voll Black. So ein fucking Scheiß, Alter. Pacecar ist für den Ausgang. Bevor ich nämlich Black kriege, weißt du? Jetzt mit dem Backstraight. Naja, bevor du Black kriegst, wär's ja lieber durch. Kurze Zusammenfassung, was habt ihr genommen? Ich noch gar nichts. Alles. Alles, was geht. Ich hab Barbecue-Soße genommen. Ich meine nicht als Schlag auf deinen Ersatzhelm, Schwimmweste. Alles, was nötig ist. Nein, was einer Box genommen hat, wie viel Reifen? Das. Er sagt immer noch, ich soll ihn vorbeilassen. Aber ich habe noch keine schwarze Fahne. Ja, das kommt, glaube ich, noch. Du kannst auch in der Box erstmal dann, ne? Weil nicht, dass du jetzt nicht in der Box wärst. Nee, ich brauch nicht in die Box. Er war ja schon, glaube ich. Wo soll ich jetzt hin? Am Ende hin. Ja, Ende der längsten Reihe sozusagen. Und ich mache dann gleich mal die Vorbereitung. Weil ich hier meine Ruhe habe. Hallo Mirko, was ist los? Ja, so ein fucking Scheiß. Ich achte auf mein gelbes Schild, dabei hatte ich das doch gerade gar nicht. Mann, ey. Underscore, hast du nicht 5 oder so? Black. Dollar. Ja, hast du nicht dieses blaue Schild, ja? Ja, jetzt habe ich das blaue Schild. Ja, und schon wieder, ey, was ist mit meiner Bremse los? So, kennt ihr Dave, jetzt habe ich das Problem. Okay. Nee, ich hab's diesmal, ich bin halt diesmal wirklich richtig fett drauf getreten, weil ich das noch wusste, dass, also bei iRacing, wie gesagt, da leicht ist so leicht und dann geht es. Aber, ja, einfach voll durchgedreht dann und schön langsam angefahren und so. Ich hab da ein paar Zehntelchen verschenkt, aber das macht nichts. Aber ich kenn das Gefühl. Ja, Alter, die. Bisher hatte ich so extrem hatte ich Probleme auch noch nicht. Aber eben ging schon wieder nichts. Kurze Frage. Ja? Kennt ihr die Kombination? Also ich habe jetzt Ausrufezeichen clear underscore black dollar Raute 7. Ne, ohne Dollar, glaube ich, oder? Ich habe im Internet mit Dollar gefunden. Das ist frage ich ja. Ich meine ohne, ich aber. Kein Dollar, meine ich auch. Also ich meine, also ich. Mir ist es gänzlich ich mein unbekannt Raute mit Dollar, aber. Zahl. Aber so Ausrufezeichen clear unterstrich black, Raute der Raute und die Zahl und ich. Also es hat, glaube ich, funktioniert letztes. Also das Dollar weglassen. Ja, mach mal das Dollar weg. Ratet mal, wer vor mir ist. Kaylor. Nein. Martin. Nein. Terry Labonte. Ach nee, doch nicht. Ah, das ist Eddie. Der sieht von hinten aus wie Boyer.
Nee, der sieht aus hinten wie vom wie Boyer. Vom Weiten erstmal. Das ist jetzt aber keine Beleidigung, oder? Nein, aber auch wegen roten